Hey, sag mal. Na? Das ist alles geil. Wir waren damals ja bei Thüringia in Hamburg aktiv geworden, weil es hier in Jena nicht ging. Ja. Das Chor war nach Hamburg gezogen nach dem Kriege und 1990 dann direkt im Anschluss dann wieder zurück. Und das war wirklich ein super Fest. Das war ein solcher Auftrieb und es hat wirklich Spaß gemacht, all die Aktiven mit so viel Begeisterung wieder zu erleben. Die Leute waren einfach so entspannt und so nett alle, dass ich gesagt habe, okay, dann möchte ich hier mitmachen. Ich möchte ein Teil von Thüringia sein. Wichtig ist zu sagen, dass bei uns immer das Studium vorgegangen ist und wir eben nach Feierabend gefeiert haben und unsere Ausflüge und Exkursionen gemacht haben. Dadurch, dass man sich mit Leuten auseinandersetzt, die etwas anderes tun als man selber, bekommt man einen ganz neuen Erfahrungsschatz. Wir spielen zusammen Kicker. Wir haben einen Billardtisch, einen eigenen Korpus, mit dem wir in andere Städte reisen, zu anderen Verbindungen, die besuchen. Natürlich auch unsere eigene Bibliothek, wo wir auch immer zusammen lernen und uns hinsetzen können, wo wir unsere Ruhe haben. Ich meine, in welchem Verein hast du die Möglichkeit, mit so viel Austausch mit jungen Leuten zu haben? Ja. Ihnen vielleicht mal einen Tipps geben kann oder umgekehrt von denen lernen kann, wie es heute ist. Genau, das finde ich einfach super. Hm? Ja, schön ist ja auch immer das Grillen im Garten. Ja, und ich freue mich auf die Thüringer Würste. Ich habe richtig Hunger. Richtig Hunger, jetzt gehen wir beide mal. Der Unterschied für mich zu einer ganz normalen WG ist einfach dieses große Haus, dieses Ambiente hier, unser riesengroßer Garten. Und dass wir gemeinsam Dinge unternehmen. Wir fahren zum Beispiel nach Weimar ins Theater. Ich kann hier Klavier spielen, ich bin Musiker und kann mich hier ausleben. Und das kann ich, denke ich mal, in einer ganz normalen WG nicht tun.